Ulm, die Geburtsstadt Albert Einsteins, zentral gelegen in Süddeutschland. Mit der Nachbarstadt Neu-Ulm leben rund 180.000 Menschen links und rechts der Donau. Die Innovationsregion Ulm ist ein leistungsfähiger Wirtschaftsstandort mit bekannten Firmen und Top-Marken, die auf den Weltmärkten zu Hause sind. Bildung hat hier einen besonderen Stellenwert. Die Technische Hochschule entstand in den 60er Jahren. Sie bildet qualifizierte Ingenieure aus und ist durch die Steinbeis-Transferzentren mit der Wirtschaft wirkungsvoll vernetzt. 1967 wurde die Universität Ulm als Reformuniversität gegründet. Die Schwerpunkte sind Medizin und Naturwissenschaften sowie die Ingenieurwissenschaften. Die Universität Ulm gehört heute weltweit zu den jungen Top-Universitäten. Entstanden ist eine einzigartige Wissenschaftsstadt mit einer Forschungslandschaft, die sich den wichtigen Zukunftsfragen stellt. Ein Blick auf die vorhandenen Kompetenzen, ausgehend von den Fakultäten der Universität und den Studienschwerpunkten an der Technischen Hochschule. Bis hin zu den Kompetenzzentren, Verbünden und Sonderforschungsbereichen. An-Institute, zahlreiche medizinische Einrichtungen sowie eine bedeutende industrienahe Forschung sind herausragende Einrichtungen der Ulmer Wissenschaftsstadt. Das vorrangige Ziel? Neue Erkenntnisse möglichst rasch in neue Verfahren und marktfähige Produkte umzusetzen. Ein wichtiges Bindeglied sind die Science Parks 1 bis 3. Hier finden sich bekannte Namen von heute und von morgen. Ja, wir fühlen uns hier im Science Park sehr wohl, wenn man sich hier umschaut. Man sieht es ja ein bisschen vielleicht auch in der Kamera. Es sind sehr interessante Unternehmen. Die Uni ist direkt hier, die Hochschule ist hier. Sehr viel vom Automotive, die Batterieforschung sitzt direkt gegenüber. Wir machen hier Entwicklung auf höchstem Niveau und der Science Park ist ja genau für solche Firmen. Die Science Park ist eine fantastische Idee. Ja, auch diese etwas exklusivere Atmosphäre zu kreieren für Firmen wie Sartorius ist absolut korrekt. Und es tut sich richtig viel hier. Also wenn man Firmen hier besucht, dann sieht man, dass da durchaus ein Drittel bis die Hälfte von den Personen, die da zugegen sind, hier an der Universität ausgebildet wurden. Und das führt natürlich dazu, dass da enge Verbindungen da sind. Ein kurzer Blick auf einige besondere Kompetenzfelder der Wissenschaftsstadt. Die Batterie der Zukunft soll und wird ohne Lithium auskommen. Daran arbeitet die elektrochemische Grundlagenforschung an der Universität sowie am Helmholtz-Institut. Innovative Verfahrenstechnik für die Batterieherstellung sowie Prüfverfahren bietet das ZSW, das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung, und das bereits seit vielen Jahren. Zusammen mit Forschungspartnern in Stuttgart und Karlsruhe spielt der Standort Ulm in der Champions League der Brennstoffzellen- und Batterieforschung. Regenerative Energieerzeugung sowie der Einsatz von Wasserstoff- und Batterietechnologie führen zu neuen Aufgabenstellungen für Verteilung und Speicherung von Energie. Wie muss das Stromnetz der Zukunft aussehen? Wir an der Technischen Hochschule Ulm beschäftigen uns mit der Energie der Zukunft, zum Beispiel Smart Grids. Unser neues Campusgebäude hier in der Wissenschaftsstadt ist selbst ein Energierehrlabor, mit dem wir nicht nur unterrichten, sondern mit dem wir auch forschen. Neben Studium und Lehre spielt die angewandte Forschung an der THU eine Schlüsselrolle. Wir widmen uns zahlreichen Aspekten der großen Zukunftsfragen. Das sind zum Beispiel Mobilität, Energie, intelligente industrielle Systeme, Technik in Gesundheit und Medizin, digitale Technologien und natürlich auch künstliche Intelligenz. Gemeinsam mit unseren Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft generieren wir Innovationen in unseren Forschungs- und Transferprojekten. Unser Kollegium weist eine umfassende Expertise aus und unsere Labore sind modern und innovativ eingerichtet für unsere Forschung und unsere Lehre. Automatisiertes Fahren,
ist ohne leistungsfähige Vernetzung nicht denkbar. In diesem Forschungsprojekt der Universität werden komplette Systemlösungen konzipiert, in Serienfahrzeuge integriert und im öffentlichen Testbetrieb praktisch erprobt. Der Partner dabei, die Stadt Ulm. Aber wie interagiert der Mensch mit solchen Systemen? Diesen Fragestellungen gehen die Psychologen zum Beispiel an solchen Fahrsimulatoren nach. Mit den verschiedenen Informationen und Warnmöglichkeiten versuchen wir, das Verhalten des automatisierten Fahrzeugs für den menschlichen Fahrer erklärbar zu gestalten und somit die Akzeptanz für dieses Verhalten zu erhöhen. Die Quantenforschung begann im Grunde mit Albert Einstein. 1879 wurde er in der Ulmer Bahnhofstraße geboren. Ein faszinierendes Gebiet, auf dem in Ulm herausragend geforscht wird. Neue Sensoren, unter anderem für die Weltraumforschung, sowie dramatische Leistungssteigerungen für bildgebende Verfahren in der Medizin sind praktische Ziele dieser Arbeiten. Die Forschung des 21. Jahrhunderts ist arbeitsteilig und international. Sie ist anspruchsvoll und braucht auf allen Gebieten qualifizierte Akteure. Ist es so, dass wir über 100 Nationalitäten an der Universität vertreten haben und einen internationalen Anteil, also einen echten internationalen Anteil von fast 13% unserer Studierenden. Das sind also mehr als 1000 junge Menschen, die von weltweit hierher kommen, um in Ulm zu studieren und sich ausbilden zu lassen. In der Medizintechnik an der THU forschen wir auf den Gebieten der Biotechnologie und der Biomechatronik. Die Forschungsgruppe Biotechnologie beschäftigt sich mit der Inaktivierung von Bakterien und Viren mit Licht. Die Forschungsgruppe Biomechatronik beschäftigt sich unter anderem mit drei Hauptthemen: der Entwicklung innovativer Hilfsmittel in der Orthopädietechnik und der Anwendung digitaler Werkzeuge sowie der Erforschung eines innovativen Implantatsystems zur Bekämpfung des Glioblastoms, eines derzeit nicht heilbaren Hirntumors. Mithilfe hochauflösender Videotechniken und Materialprüfmaschinen entwickeln wir Prüfverfahren für innovative Implantate zur Knochenbruchversorgung. Prominent vertreten ist die Medizinforschung in Ulm auf den Gebieten Hämatologie, Onkologie oder dem Sonderforschungsbereich der Traumaforschung. Der Forschungsneubau für die multidimensionale Traumawissenschaften, kurz MTW, ist in Europa, ja sogar weltweit einzigartig. Hier werden über 200 Kolleginnen und Kollegen in hochtechnologisierten Speziallaboren mit Biobank und klinischem Studienzentrum interaktiv arbeiten. In Zeiten, in denen menschliche Intelligenz zur wichtigsten Ressource wirtschaftlicher Entwicklung wird, liegen die Stärken und Schwächen einer Stadt in ihrer Fähigkeit zur Innovation. Die Voraussetzungen dafür sind in der Wissenschaftsstadt geradezu ideal. Alles in allem, beste Chancen in einer attraktiven Region mit einer hohen Lebensqualität. Willkommen in der Wissenschaftsstadt Ulm.